Willkommen in der Viertore-Stadt Neubrandenburg. Hier auf dem Marktplatz wird der 18. Landeswettkampf der Rotkreuzgemeinschaften eröffnet. Frisch aufgespielt kann das regnerische Wetter dem Wettkampfgeist nichts anhaben. Elf Mannschaften nehmen an dem Wettkampf teil. Unter ihnen sind auch zwei Gästeteams aus Polen und Dänemark, die außer Konkurrenz starten. Heute sind wir hier in Neubrandenburg und ich als Präsident des Deutschen Roten Kreuzes hier in Mecklenburg-Vorpommern darf den Landeswettbewerb, und das ist der 18. der Bereitschaft, hier eröffnen. Ein herzliches Willkommen allen Ehrenamtlichen, allen Mannschaften. Wir werden heute, denke ich, spannende Überprüfungen sehen der einzelnen Sanitätstrupps des Landes. Wir sind sehr froh, dass wir hier in Neubrandenburg da immer wieder diese Veranstaltung durchführen können. Wir haben zwei Parcours, ein Parcours auf dem Markt, mit 6 Stationen. Und ein Parcours im Park, auch mit 6 Stationen. Das Team ist super drauf. Also wir haben uns seit Anfang des Jahres ungefähr einmal in der Woche getroffen, haben uns darauf vorbereitet mit allen möglichen Themen. Und wir sind gute Hoffnung. Ja. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Die Einweisung erfolgt und das Team des Stralsunder DRK-Betreuungszuges startet zum ersten Wettkampf. Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit werden bei der Segway-Fahrt auf die Probe gestellt. Ihr müsst sie steuern, wie doll sie sich anfangen. Und weiter geht's. Die Darsteller, die die Verletzten verkörpern sollen, werden hier realistisch geschminkt. Die nächste harte Station ist ja denn die 1, wo der Verkehrsunfall ist, wo es also richtig zur Sache geht. Ja, das schauen wir uns ja nochmal an. Fachwissen ist hier gefragt, um erste Hilfe leisten zu können. Wir haben alles richtig gemacht, genau. Eine kleine Sache hätten wir, nachdem wir sagen müssen, ihr habt das gut gemacht, müssen wir wirklich sagen. Wir können euch nicht alles abziehen. Deswegen müssen wir sagen, war gut. Aber eine Kleinigkeit ist da noch aufgefallen. Es muss ja alles getimt, muss ja alles abgestimmt sein. Ob du Verkehrsunfall hast, muss alles realistisch sein. Du kannst nicht irgendwelche Sachen reinnehmen, was nicht realistisch ist, was nicht im Leben passieren kann. Das ist das Wichtigste. Zeitgleich im Stadtpark von Neubrandenburg sind die Teams im Einsatz. Hier in dieser Station haben wir ein Pärchen. Das Mädchen ist schwanger, hat auf einmal Unterbauchbeschwerden und verliert wohl Flüssigkeit. Und jetzt sollen die Gruppen handeln und beruhigen, je nachdem. Weiter geht's zur nächsten Station. Eile ist geboten. Eine Vermisstenmeldung liegt vor. Mein Sohn ist weg. Ja. Ne? Geht mal mit dem Herrn mit. Betreut jetzt. Ich frage die Rettungsmannschaft, ob sie zu mir helfen. Ja. Gut. Fragt, ob er ein Tuch hat, sonstiges, und ihr guckt euch schnell die Station an.
Gut. Wo ist er denn hingelaufen? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir waren auf dem Steg und er wollte spielen gehen. Das Kind wurde gefunden. Wo? Wir holen es gleich. Das Kind liegt dort hinter, ist über die Bank geklettert. Bitte bleiben Sie mit meinem Kollegen hier in der Warnsanitätsstation. Aber ich muss zu meinem Sohn. Oh. Ja, bleiben Sie mal ganz. Wir holen Ihr Kind, ne? So für ein Gefühl gehabt, alles richtig erkannt? Hoffen wir, ne? Wir sagen mal ja. Ja, okay. Ganz wichtig ist ja, haben die Mine auch halt, sehr gut gemacht. Also der wäre mir halt bei dem Wetter, es hat wunderbar geklappt im Team. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Genau. Die nächste Station ist ein Notfall auf einem Spielplatz. Zurück zum Marktplatz. Hier erwartet uns schon die nächste Herausforderung. Und was passiert jetzt in dem Turm? Das ist Überraschung, da gehen wir nachher hin, das gucken wir uns an. Und wo, welchen Turm? In der 13. Etage, das ist der Finger, sagt man dazu, hier von Neubrandenburg. Das ist ganz oben. Und dort ist jetzt ein Klein einer Familie, die abgebrannt ist. In den frühen Wintermorgenstunden brach ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus, weil im Treppenaufgang die Sportkarre eines Kleinkindes angezündet wurde. Zum Glück konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Wie für jede Station haben die Gruppen nur 15 Minuten Zeit, um die Aufgaben zu lösen. Okay, Aufgabe gut gelöst. Zurück aus luftigen Höhen geht es gleich ab in den Keller. Hier wird desinfiziert und auf Keimfreiheit geprüft. Die anspruchsvollen Aufgaben des Wettbewerbs zeigen jedes Mal aufs Neue die Leistungsfähigkeit des Roten Kreuzes im Sanitäts- und Betreuungsdienst. Das hinter Bad Doberan zweitplatzierte Team des Sanitätszuges DRK Kreisverband Rügen-Stralsund wird nun 2018 beim DRK-Bundeswettbewerb vertreten sein. Die Mannschaft des Stralsunder DRK-Betreuungszuges belegt mit sehr geringem Punkteabstand zum Drittplatzierten einen hervorragenden vierten Platz. Es kamen viele fachliche Sachen rüber, die Mannschaften haben gezeigt, was sie können, die Stimmung war gut und wir sind, denke ich, zu einem ganz guten Ergebnis gekommen und freuen uns auf den nächsten Landeswettbewerb, den 19. in Bad Doberan.